Jack Russell, Rock'n'Roll-Legende, starb mit 63 Jahren, nur einen Monat nach seiner Pensionierung. Geboren am 5. Dezember 1960, verbrachte Jack Russell seine Kindheit in einer Umgebung voller Musik, in der die kraftvollen und leidenschaftlichen Klänge des Rock'n'Roll früh seine Seele berührten. Jacks Familie liebte nicht nur Musik, sondern betrachtete sie als einen unverzichtbaren Teil des Lebens. Die Abende im Hause Russell waren oft erfüllt von klassischer Rockmusik, und genau hier fand Jack seine erste Inspiration für seine brennende Leidenschaft zur Musik. Die frühen Jahre von Jack waren geprägt von der Entdeckung und dem Eintauchen in die Welt der Musik. Schon in jungen Jahren begann er, sich für die Legenden des Rock wie Led Zeppelin, The Who und Aerosmith zu interessieren. Die rotierenden Vinylplatten, die kraftvollen Gitarrenriffs und die tiefgründigen Texte hinterließen einen bleibenden Eindruck in Jacks Geist. Als Teenager begann Jack Russell, sich an den ersten Musikinstrumenten zu versuchen. Er lernte nicht nur Gitarre zu spielen, sondern offenbarte auch schnell seine kraftvolle Gesangsstimme. Mit einer starken, scharfen und fesselnden Stimme wurde Russell schnell zum Anführer in lokalen Bands. Doch damit gab er sich nicht zufrieden. Der Drang, die musikalischen Gipfel zu erklimmen, trieb Russell dazu, kleinere Projekte hinter sich zu lassen, um ein größeres Ziel zu verfolgen. Das Jahr 1981 markierte einen wichtigen Meilenstein in der Karriere von Jack Russell, als er gemeinsam mit seinem Weggefährten Mark Kendall die Band Great White gründete. Mit einer klaren Vision und unerschöpflicher Leidenschaft begannen die beiden eine musikalische Reise, die zwar herausfordernd, aber auch glanzvoll war. Great White war nicht nur eine neu gegründete Band, sondern auch ein Symbol für kreative Energie und unermüdlichen Einsatz, den Russell und Kendall von Anfang an pflegten. Die Karriere von Great White nahm schnell Fahrt auf, dank ihrer Fähigkeit, die kraftvollen Klänge des Hard Rock geschickt mit den fesselnden Performance der Bandmitglieder zu verbinden. Die Band etablierte sich fest in der Rock-'n'Roll-Szene der 1980er Jahre, als ihre Musik nicht nur das Publikum begeisterte, sondern auch den charakteristischen Sound der Glam-Metal-Ära prägte. Die Karriere der Band erreichte ihren Höhepunkt mit den erfolgreichen Alben On the Bitten 1987 und Twisser SHY 1989. Der Hit On the Bitten, Twisser SHY, wurde zum Sinnbild der Glam-Metal-Ära und katapultierte Great White in die Liga der beliebtesten Bands dieser Zeit. Doch der Weg von Great White war nicht immer leicht. Die Band musste viele Herausforderungen meistern, von Besetzungswechseln bis hin zu persönlichen Schicksalsschlägen. Doch trotz allem war Jack Russell stets das leuchtende Licht, das die Band durch die schwierigen Zeiten führte und den echten Rock'n'Roll-Geist bewahrte. Er war nicht nur ein herausragender Leadsänger, sondern auch ein zuverlässiger Freund und Bruder in den Augen seiner Bandkollegen. Das Leben von Jack Russell, ähnlich wie die mitreißenden Rock'n'Roll-Songs, die er einst performte, war eine Abfolge von emotionalen Höhen und Tiefen. Obwohl er auf der Bühne großen Erfolg hatte, konnte seine Karriere nicht von den Herausforderungen und Schwierigkeiten seines persönlichen Lebens getrennt werden. Diese Turbulenzen hinterließen tiefe Spuren in Russells Leben, von Kämpfen mit seiner psychischen Gesundheit bis hin zu unersetzlichen Verlusten in Familie und Freundschaften. Während seiner gesamten Karriere stand Jack Russell nicht nur unter dem Druck, sein musikalisches Niveau und die Qualität seiner Arbeit zu halten, sondern musste auch persönliche Krisen überwinden. Er sah sich psychischen Problemen gegenüber, mit denen viele Künstler konfrontiert sind, wenn sie unter übermäßigem Druck und hohen Erwartungen leiden. Diese persönlichen Schicksalsschläge beeinflussten nicht nur seinen Geist,
sondern auch seine kreative Schaffenskraft und seine Fähigkeit, sich der Musik zu widmen. Russell durchlebte Phasen, in denen seine Leidenschaft für Musik scheinbar in der Dunkelheit von Unsicherheit und Erschöpfung ertrank. Die letzten Jahre seines Lebens wurden noch schwieriger, als er an der Lewy-Körper-Demenz erkrankte, einer seltenen und schwer behandelbaren neurodegenerativen Erkrankung. Nur etwas mehr als einen Monat vor seinem Tod traf Jack Russell eine mutige Entscheidung. Er gab bekannt, sich aus der Musikszene zurückzuziehen, nachdem er erkannte, dass er nicht mehr auf dem Niveau auftreten konnte, das er und seine Fans erwarteten. Sein Abschiedsgruß auf Instagram berührte viele seiner Anhänger zutiefst. Ich kann nicht mehr auf dem Niveau performen, das ich möchte und das ihr verdient, schrieb er und zeigte damit aufrichtig Respekt gegenüber den Fans, die ihn über viele Jahre hinweg unterstützt hatten. Am 15. August 2024 verlor die Musikwelt einen ihrer hellsten Sterne, als Jack Russell, die Legende des Glam Metal, friedlich im Schlaf verstarb. Die letzten Momente seines Lebens waren von der Liebe und Fürsorge seiner engsten Angehörigen umgeben. Seine Frau, die ihn über viele Jahre hinweg begleitet hatte, sowie sein Sohn, sein Cousin und seine engsten Freunde waren an seiner Seite. Jack Russells Tod markierte nicht nur das Ende eines leidenschaftlichen und engagierten Lebens, sondern eröffnete auch ein neues Kapitel im Erbe der Musik, das er hinterließ. Kurz nach der traurigen Nachricht teilte seine Familie auf Instagram mit, dass Jack friedlich eingeschlafen sei. In ihrer Nachricht an die Fans drückten sie tiefen Dank gegenüber all jenen aus, die Jack während seiner langen und herausfordernden musikalischen Reise stets unterstützt hatten. Diese Worte waren nicht nur ein Ausdruck des Dankes, sondern auch ein Trost für diejenigen, die ihn über viele Jahre hinweg geliebt und begleitet hatten. Die Beileidsbekundungen und Erinnerungen an Jack Russell verbreiteten sich schnell in der Musikgemeinde und unter den Fans weltweit. Kollegen, die die Bühne mit ihm geteilt und gemeinsam unvergessliche Hits geschaffen hatten, zeigten sich tief bewegt von dieser Nachricht. Die ehemaligen Mitglieder von Great White, der Band, die Russells Namen berühmt gemacht hatte, äußerten ihre tiefe Trauer und nannten ihn einen großartigen Champion des Rock. Sie betonten, dass seine Stimme für immer in den Herzen der Fans weiterleben wird und seine Musik auch zukünftige Generationen inspirieren wird.